10 bis 12 halbe Liter Bier. Wenn mehr da ist, dann auch mehr. Das hat Herbert eben gesagt. Seit wann trinkst du denn, Herbert? Ungefähr so im 13., 14. Lebensjahr. Jetzt bist du wie alt? Jetzt bin ich 39. 39. Also im Großteil deines Lebens trinkst du eigentlich? Ja. Warum trinkst du? Ja, das erste Mal war ich wahrscheinlich betrunken, weil mein Vater sehr früh gestorben ist. Und dann, ja gut, wie ich noch Jugendlicher war, man hat sich ja wohl, wenn man Bier trinkt, eben stark gefühlt. Zigarette im Hals, Jugendzentrum, Bier getrunken. Und so bin ich dann eigentlich angefangen mit dem Trinken. Trinkst du jetzt in der Kneipe, trinkst du zu Hause? Nein, ich trinke also in der Kneipe nicht, weil das kann ich mir finanziell nicht leisten. Meistens kaufe ich mir eben ein paar Dosen Bier, nehme mir was zu lesen mit und setze mich da im Sommer, wenn es schön ist, irgendwo draußen hin und sitze da dann den ganzen Tag vor mich hin und trinke dann eben das Bier. Mhm. Hast du irgendeinen Job? Ja, ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet, aber ich bin seit 1995 bin ich arbeitslos. Jetzt redest du darüber ja eigentlich so, als wenn dir klar ist, was du hast, dass es im Grunde auch schon krankhaft ist, weil du sagst, ich zitter, wenn ich kein Bier habe. Hast du denn mal versucht, vom Alkohol loszukommen? Ja, ich habe eine richtige Therapie gemacht letztes Jahr. Ich habe vorher zwei Entgiftungen gemacht und ich habe auch mal durch Maike und eben auch ihren Lebensgefährten habe ich es auch mal geschafft, weil die mir da sehr bei geholfen haben, ein halbes Jahr lang ohne irgendwas zu machen, kein Alkohol zu trinken. Jetzt hast du ja schon einiges versucht. Du hast Entgiftung, du hast eine Langzeittherapie auch mal gemacht. Was würde dir denn richtig helfen, um vom Alkohol loszukommen? Ich suche immer nach einer festen Beziehung, weil ich bin ein Mensch, der sagt sich, ich sage immer zu mir selber, ich tue immer gerne für andere Leute was. Nicht für mich selber. Und das ist ein Fehler. Und wenn ich dann ganz einfach, wenn mir das dann ganz einfach zu bunt kommt und das alles nicht so klappt, wie es klappen soll, dann geht es vielleicht mal 14 Tage gut, dann kommt wieder irgend so, es braucht nur einen Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Und dann sage ich dann, ach, ist doch alles scheißegal, jetzt trinkst du erstmal einen. Jetzt gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel wie Selbsthilfegruppen, anonyme Alkoholiker und ähnliches. Hast du es damit mal versucht? Ja, da bin ich aber auch nicht hingegangen, weil ich unter Schwellenangst leide und dann hat Maike mich da mehr oder weniger sogar hingezerrt. Da bin ich dann zweimal gewesen und wenn ich da alleine hingehen sollte, bin ich dann ganz einfach nicht wieder hingegangen. Wie würde es dir gehen, wenn du Maike nicht hättest? Wenn ich Maike und Fred nicht hätte, dann wäre ich schon längst den Bach runtergegangen. Denn, weil ich bin jetzt 39 Jahre alt und wenn ich so weitermache wie jetzt, dann gebe ich mir vielleicht noch mal 2 Jahre oder so. Mhm. Michael, wir wissen, du hilfst ihm wirklich, wo du kannst. Bist du manchmal auch an der Grenze, wo du sagst, ich kann auch nicht mehr? Doch, oft. Also dann möchte ich also von Herbert auch nichts mehr sehen. Also weil auch so viele Schoten im Prinzip kommen der Enttäuschung. Also es kommt nie irgendwie ein Feedback wieder zurück. Es ist einfach, man hilft und das halbe Jahr, was Sie gerade angesprochen hatten, war eben einfach so, dass ich dann meine Zeit brauchte. Ich brauchte einfach eine Zeit mal für mich, um Abstand zu gewinnen von dem Problem mit Herbert jetzt. Ja, und einen Tag habe ich gesagt zu Herbert, bleib mal zu Hause, ich kann dich jetzt erstmal nicht mehr sehen. Ja, dann fing er an, gleich wieder an zu trinken. Ne? Also es ist immer, sobald ich nicht da bin, also man muss ihn wie ein kleines Kind wirklich die ganze Zeit an der Hand haben und durchs Leben führen. Und das ist mir einfach zu anstrengend. Das ist ja auch eine unglaubliche Verantwortung, die man da mit sich herumträgt. Das ist richtig. Was tust du denn alles für Herbert? Ja, was tue ich alles für ihn? Was mache ich alles? Alles. Ja, es ist zu viel, dass man sich alles jetzt aufzählen kann. Verstehen Sie? Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, ich mache alles für ihn und er liegt dir ja auch am Herzen, sonst würdest du das ja alles nicht machen. Nur wenn man jetzt diese ganzen Enttäuschungen erlebt hat, du hast versucht, eine Selbsthilfegruppe mit ihm aufzusuchen, das hat nicht geklappt, die Langzeittherapie hat nicht geklappt, halbes Jahr war er trocken, ist wieder rückfällig geworden. Was glaubst du denn, wie lange du das überhaupt noch durchhalten kannst? Ich glaube nicht sehr lange. Ich habe gestern gemerkt, dass ich wieder an meinen Grenzen angekommen bin und ich bin jetzt auch 41 und mir wird das jetzt alles ein bisschen zu viel mit Herbert und ich habe immer wieder gedacht, das abzubrechen, als er dann zur Therapie, ich meine, wir haben ihn dazu gedrängt, zur Therapie zu fahren, dass es besser für ihn ist. Er war dann auch da und rief jeden Tag an und Michael, du wirst sehen, wenn ich rauskomme, es wird sich alles ändern. Aber das ist eben
Das sagen sie alle. Alle, die trinken, die nehmen sich so viel vor und leben in einer Traumwelt. Und die Realität, die, in der kommen sie einfach nicht klar. Und da, ja. Jetzt hast du eine Beziehung. Mhm. Belastet das Ganze auch die Beziehung? Ja, sicherlich, weil ich versuche abends mit Fred darüber zu sprechen. Dann bin ich kaputt und dann bin ich gereizt ein bisschen. Und, mhm. und Fred, ja, der will das dann auch nicht mehr hören, ne? Mhm. Du guckst Fred immer schon an, er ist ja nämlich auch da. Schönen guten Morgen, Fred. Ich meine, wie lange macht ihr das jetzt alles in einem schon mit Herbert? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Und täglich ist ja eigentlich dieses Problem für euch präsent. Wie lange kannst du das noch durchhalten? Tja, wie lange kann ich das durchhalten? Sicherlich bin ich auch schon mit Michael an der Grenze angelangt. Ne? Also irgendwo ist ein Punkt angelangt, wo man sagt, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr. Ne? Was glaubst du denn, würde Herbert noch mal helfen? Herbert, würde ich sagen, eine Therapie und eine vollkommene Abnabelung von uns beiden über einen längeren Zeitraum. Jetzt ist es ja so, die beiden geben dir ja unglaublich viel. Sie sind immer für dich da, sie sind Ansprechpartner. Und du hast sie ja auch durch dein Verhalten des Öfteren enttäuscht. Ja. Ich habe sie sogar sehr oft enttäuscht. Ich lüge zum Beispiel. Inwiefern lügst du? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Maike ankomme und sage, nur mal als Beispiel genommen, ich hätte nur ein Bier getrunken oder dann habe ich schon mehr getrunken, dann sieht sie das auch. Inwiefern, du kannst dich doch wirklich den beiden total anvertrauen, wenn man 4 Jahre so etwas gemeinschaftlich durchsteht und das im Grunde genommen die Menschen, denen du vertrauen kannst. Schämst du dich vor dir selber? Ja, weil ich die einzigen Freunde, die ich habe, lüge ich dann auch noch an. Und dann lüge ich mich auch noch wirklich manchmal so weit fest, dass ich da nicht mehr rauskomme. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dass Maike und Fred sich dann aufregen. Ich habe auch schon Hausverbot bekommen. Und ich habe aber ganz einfach ganz große Angst davor, dass ich in ein ganz großes, tiefes Loch falle, wenn die beiden nicht mehr da sind. Michael, hast du dir vielleicht schon mal überlegt, dass du es ihm auch eigentlich immer zu einfach gemacht hast, weil du immer für ihn da warst, dass du eigentlich immer nur gegeben hast? Doch. Aber ich meine, er ist es nicht anders gewohnt gewesen. Er ist bei seiner Oma aufgewachsen und er ist nie selbstständig gewesen. Mit 9 Jahren haben sie ihm noch die Schuhe zugebunden und Pudelmütze aufgesetzt. Und als ich dann sagte, er soll selbstständig werden und von seiner Oma wegziehen, also sie waren ja beide gegenseitig abhängig. Seine Oma wollte nicht, dass er weggeht und er fand es so bequem, indem er dann von seiner Oma gelebt hat und er hatte sein Bier und Zigaretten gehabt. Und aber ich sage eben, alle die Enttäuschungen, die man immer wieder erlebt hat mit Herbert, das ist... Das hat einen doch ganz schön nach unten gezogen. Und trotz alledem, Herbert ist ein unwahrscheinlich lieber und hilfsbereiter Mensch. Also das ist er wirklich. Aber da hört es dann auf, ne? Jetzt sagst du ja selber, ich bin 39 und so weiß ich, kann es auf keinen Fall weitergehen. Du sagst eigentlich noch mal eine Therapie, aber ob es was hilft, weiß ich auch nicht. Was ist denn für dich der nächste Schritt jetzt? Der nächste Schritt ist, dass ich die letzte Zeit wieder sehr viel getrunken habe, dass ich wenigstens dieses Trinken einschränken muss. Weil ich schaffe es bestimmt nicht, von heute auf morgen damit ganz aufzuhören. Glaubst du, dass Herbert noch mal eine Therapie machen würde, dass er die auch durchstehen würde? Na, dass er eine Therapie machen würde, schon. Nur, wie man das eben wieder gehört hat, also der nächste Schritt ist, wenn ich das, was ich früher gemacht habe, er hält sich zu sehr an der Vergangenheit fest, anstatt an die Zukunft zu denken. Und das ist sein Problem. Er kommt mit der Vergangenheit nicht klar, also kann er auch nicht die Zukunft bewältigen. Herbert, du sagst jetzt, ich bin ganz unten, tiefer geht es einfach nicht mehr. Ich möchte dir und Ihnen jetzt einen Mann vorstellen, der war auch ganz, ganz unten. Und er hat es für sich geschafft. Herzlich willkommen, Rolf. Rolf, du bist trockener Alkoholiker. Seit wann bist du trocken? Seit 6,5 Jahren. Seit 6,5 Jahren? Ja. Warum hast du damals getrunken? Ich habe nicht getrunken, weil ich hatte kein Problem mit Alkohol. Das klingt zwar jetzt sehr bizarr, aber ich hatte kein Problem mit Alkohol, ich hatte ein Problem mit meinem Leben.
Ich hatte Probleme mit meinen Beziehungen. Ich hatte Probleme mit meinen Eltern. Ich hatte Probleme mit der Kirche, mit der Schule, mit weiß der Geier was alles. Und das habe ich runtergetrunken. Ja, man diese sagt Probleme, ja, Probleme wegspülen. Ne? Ich habe sie runtergetrunken und das, da wurde ich zum Alkoholiker. Wie weit ging es denn? Wie weit unten warst du? Bei mir? Ja. Ganz unten. Mhm. Ganz unten. Ich lag in der Gosse. Ich lag in der Gosse. Ich habe mal sehr, sehr viel Geld verdient. Ich war in Chefetage eines sehr großen amerikanischen Konzerns tätig. Hatte Mercedes und hatte eine Villa und alles und lag zum Schluss in der Gosse. Mhm. In der Gosse heißt, ich hatte nichts mehr. Ich hatte keine Freunde mehr, ich hatte keine Familie mehr, ich hatte niemand mehr, der mich unterstützte. Die Amerikaner sagen Enabler, mich fähig machen, weiter zu trinken. Sondern die haben gesagt, so, das ist es. Ich hatte nur noch zwei Wege vor mir. Ein Weg 1,80 Meter nach unten und der andere Weg war nach oben. Und den habe ich bis heute geschafft. Du hast ja jetzt auch gehört, was Herbert gesagt hat. Mhm. Du hast mitbekommen, was Michael und Fred alles für Herbert tun. Was könntest du denn Herbert überhaupt raten in der Situation? Ich glaube, Herbert hat die Antwort gegeben. Die Antwort meines Genesungsweges ist nirgendwo draußen, ist nirgendwo bei Freunden oder bei, selbst bei Therapiezentren. Die Antwort für meinen Genesungsweg ist ganz tief bei mir drin. Der aufrichtige Wunsch, ich möchte mit dem Saufen aufhören. Und einfach das Eingeständnis, ich bin diesem Stoff machtlos gegenüber. Genau wie Michael dem Herbert gegenüber machtlos ist. Sie ist machtlos. Einfach nicht in der Lage, da kann sie sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln. Solange Herbert nicht diesen aufrichtigen Wunsch hat, ich will, nicht so ungefähr, ich darf nicht mehr trinken, so ein Quatsch, ich darf heute am 15., weiß ich was auch immer, ich darf trinken. Ich darf, nächste Kneipe kann ich gehen, nur ich will nicht mehr. Das ist der aufrichtige Wunsch. Du warst also so weit unten, dass du gesagt hast, entweder geht es jetzt nur noch in die Erde oder es geht nach oben. So wie hast du dann den Weg nach oben geschafft? Ich wurde eingeliefert in ein Entgiftungsgefängnis in Miami, Florida. Da ist also alles, was wir hier in Deutschland haben, ist also sind Schlösser dagegen. Da lag ich in einem Zimmer mit 28 anderen, mit Plastikleintüchern. Ich muss nicht beschreiben, warum. Und wie gesagt, ich war mal ganz oben. Und da lag ich 7 Tage lang. Und da habe ich gelernt, mit mir selbst und anderen gegenüber ehrlich und demütig zu werden. Und von dort haben sie mich rübergeschippert, ich durfte auch nicht rauchen, von Miami nach Kalifornien, nach Los Angeles, von dort in ein sogenanntes Halfway House. Und dort ging ich in eine Therapie, aber ich habe gesagt, ich tue alles. Als mir die Menschen sagten, Rolf, hör doch auf zu saufen, da sage ich, ich will ja. Ich will ja, aber sagt mir, wie? How? Ja. Hm. Und die haben mir gezeigt, how. Hm. Und ich habe mich bedingungslos, darum geht es ja, bedingungslos, nicht, ach ja, es könnte doch und vielleicht und naja, und bedingungslos, conditional surrender, sagen die Amerikaner, conditional surrender. Herbert, du hörst das ja jetzt alles. Was denkst du jetzt? Ja, so wie er das sagt, er hat ja recht. Aber es ist auch verdammt schwierig. Also man muss also wirklich einen unwahrscheinlich starken Willen dazu haben, sonst klappt das nicht. Rolf, du hast dir ja nun zur Aufgabe gemacht, Menschen in solchen Situationen zu helfen. Was machst du heute? Ich habe vor etwa 3 Jahren einen Förderverein gegründet nach Grundsätzen des Betty Ford Centers in den USA, der dafür da ist, Aufklärungsarbeit zu machen, Beratungsarbeit zu machen, Betreuungsarbeit zu machen. Und Menschen helfen, den Weg zu finden. Wir sind keine Selbsthilfegruppe. Und wir sind, ja, wie soll ich sagen, ein Leuchtturm im Ozean bei Windstärke 12. Hm. Die sagen, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung, da gehen wir mal hin und mit denen reden wir mal. Das Wichtigste ist, alle Menschen, die für mich, also für diesen Verein arbeiten, alle Berater, die wir haben, sind alle selbst Alkoholiker, nüchterne Alkoholiker. Und das macht uns glaubwürdig. Wir haben 170 Jahre kumulative Nüchternheit. Tolle Sache. Tolle Sache.
Also ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr zumindest nach der Sendung noch mal die Zeit findet, da ein bisschen drüber zu sprechen, weil, wie ich Herberts Reaktion jetzt so sehe, er hört doch sehr interessiert und auch angespannt und nachdenklich zu. Aber vielleicht noch ein Tipp für Michael. Was sollen denn jetzt möglicherweise Menschen machen, die einen Alkoholiker in der Familie oder im Bekanntenkreis haben und sich dermaßen aufopferungsvoll eigentlich kümmern, aber jetzt an den Punkt zu sagen, ich kann eigentlich gar nicht mehr? In Liebe loslassen. In Liebe loslassen? In Liebe, nicht in Liebe fallen lassen. Aha. In Liebe loslassen. Wie macht man das? Was könnte Michael jetzt machen? Dieses in Liebe loslassen ist zwar ein schönes Wort, aber es ist sehr hart. Es heißt, ich gehe von mir aus. In Liebe loslassen, ich habe ja auch zwei Ehen versoffen, nicht das auf das Großwerden meiner drei Kinder versoffen, aber alles versoffen. Und meine zweite Frau hat mich in Liebe losgelassen, indem sie im Grunde genommen gesagt hat, so mein Junge, jetzt musst du für dich selbst sorgen. Aber dieses in Liebe loslassen, das ist für mich ein Stichwort, weil ich glaube, wenn man als Mutter oder als Frau jemand an der Seite hat, der einen natürlich auch immer wieder enttäuscht hat durch das, was er gemacht hat, wenn er betrunken war und, dann ist man irgendwann, wie gesagt, an dem Punkt, wie Michael sagt, ich kann einfach gar nicht mehr, was soll ich jetzt bloß tun? Und ich habe eine Frau eingeladen, die hat eine Tochter. Sie trinkt und sie macht sich viel Sorgen darum. Herzlich willkommen, Martina. So, Martina, deine Tochter trinkt, wie lange schon? 4, 5 Jahre. Wie alt ist sie? 20. Jetzt hast du eben gerade gehört, in Liebe loslassen. Was tust du denn alles für sie? Du bist noch nicht an dem Punkt, wo du sie losgelassen hast. Was machst du alles für sie? Ja, eigentlich alles. Ich versuche ihr zu helfen, wo es eben geht. Ich rufe überall an und frage, ob ich da Hilfe kriege. Aber ich alleine kriege keine Hilfe. Überall heißt es, ja, bringen Sie Ihre Tochter mit. Aber sie sagt, sie ist keine Alkoholikerin. Sie geht also nicht mit. Wie viel trinkt sie denn so am Tag? Weiß ich nicht. Sie hat eine eigene Wohnung. Ich weiß nur, dass sie also... Ja, jeden Tag ist sie eigentlich betrunken. Ne? Hm. Und woher die Geld hat zum Trinken und so, weiß ich auch nicht. Ne? Jetzt sprichst du sie natürlich drauf an. Was sagt sie denn? Na, sie hat nichts getrunken. Sie geht mit der Clique weg und dann hat sie also nichts getrunken und ich kann jedes Mal die anderen fragen. Ne? Sie sagt also, sie hat keine Probleme mit dem Alkohol, sie hat alles im Griff. Ja. Rolf, es ist so, solange man wirklich nicht selber eingestanden hat, ja, ich bin Alkoholiker, ja, ich trinke, kann man eigentlich gar nicht an diesen Mensch rankommen, oder? Passiert gar nichts. Solange ich mir nicht selbst eingestehe, Alkoholiker zu sein, wenn Menschen zu mir kommen, ist das Erste, werde niemand sagen, dass er Alkoholiker ist. Das müssen die Menschen von sich selber sagen. Ich erzähle nur 1,5 Stunden von mir, meine Geschichte, und wenn sie sich darin identifizieren, und sagen, Mensch, das war bei mir auch so. Oder ich meine, ich habe ja Herbert jetzt gehört. Es war bei ihm auch so, genau wie es so bei mir war. Es war genau dasselbe. Ich kenne 20.000 Geschichten. Nun, Rolf, entschuldige ganz kurz, weil ich finde an diesem Punkt immer, wir haben ja schon des Öfteren über dieses Thema Alkohol gesprochen bei mir. Ich finde es auch immer wieder interessant, weil das nämlich selber einzugestehen und zu sagen, ja, okay, ich bin Alkoholiker. Das ist eigentlich der erste Schritt, um davon loszukommen. Und immer wieder höre ich dann den Satz, ich habe ja eigentlich alles unter Kontrolle. Ich kann ja morgens noch aufstehen und ich kann ja noch arbeiten. Und das sagt auch mein nächster Gast. Herzlich willkommen, Michael. Michael, du sagst von dir, ich bin kein Alkoholiker. Warum du das glaubst und wie viel du wirklich trinkst, erzählst du mir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. Bis gleich.